Ja, liebe Zuschauer, heute verrate ich Ihnen meinen Geheimtipp, wie ich es den ganzen Tag auf solchen Mörderhacken aushalte, also sprich High Heels, ja? Normalerweise ist es ja eine ziemlich unangenehme Sache und vor allen Dingen auch für die Füße. Die müssen jetzt den ganzen Tag aushalten. Ich stehe hier 9 Stunden im Studio und moderiere natürlich auch die meiste Zeit im Stehen. Sitzen ist ein echter Luxus, aber jetzt mal Spaß beiseite. Die Füße, die müssen einiges aushalten, vielleicht natürlich auch lange Spaziergänge, das strengt Füße richtig an, aber natürlich auch langes Stehen bei der Arbeit. Und da haben wir uns gedacht, beziehungsweise Pearl TV, es muss doch etwas geben, damit wir den Füßen sagen können, danke, dass du mich den ganzen Tag hier auf den Beinen hältst. Und so etwas haben wir heute hier in der Sendung, nämlich eine Massage, eine wohltuende Massage, eine sogenannte Fußreflexzonenmassagegerät. Und hier sehen wir es auch schon stehen. Und das Besondere an diesem Fußreflexzonenmassagegerät ist noch eine ganz wichtige Funktion, die sehen wir hier, nämlich Infrarot. Wir fangen mal eigentlich von vorne an. Massagegeräte, die stimulieren diese Akupressurpunkte. Ja? Zum Beispiel Fußreflexzonen, das sagt schon der Name. Es gibt bestimmte Zonen, die wir massieren. Und die habe ich auch mal hier aufgezeigt, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Oder können wir zum Beispiel auch mal einblenden. Ich habe nämlich gesehen gerade, wir haben ja auch was vorbereitet. Sie sehen hier verschiedene Zonen, zum Beispiel oben am großen Onkel, da haben wir die Stirnhöhlen. Dann der kleine Zeh ist zum Beispiel gut für das Auge, wenn man das stimuliert. Dann gehen wir runter zum Ohr. Aber natürlich auch viel tiefer liegender, die Leber, die Niere und. Auf jeden Fall sind das alles Zonen. Wenn ich diese drücke bzw. stimuliere, dann passiert Folgendes. Bei jedem kleinen Zöhnchen, was wir hier gerade gesehen haben, wird ein Körperorgan bei uns dann angeregt, zum Beispiel, ob das jetzt die Augen sind oder natürlich auch die Stirn. Es gibt für viele verschiedene Funktionen gibt es eine Zone, wo unser Körper reagiert. Und das mache ich jetzt auch mal an. Wir sehen das jetzt hier gleich. Es wird hier ein schönes farbliches Schauspiel, wie wir das hier sehen. Und natürlich hier oben unser übersichtliches Display. So, und das kann ich jetzt auch mal erklären. Ich habe hier eigentlich nur ganz wenige Tasten, die ich bedienen muss. Einmal meine große An- und Aus-Taste und dann natürlich meine Mode-Taste. Ja? Die ist dafür da, dass ich zum Beispiel wählen kann, welche Beschwerden habe ich. Wir sehen zum Beispiel hier im Display, wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen drücke, eine Zahl, zum Beispiel die 5. Und wenn ich dann hier in meinem kleinen Büchlein nachlese, dann bedeutet die 5 zum Beispiel bei Erkältung und Schnupfen. Das Ganze wirkt zum Beispiel aber auch bei Bluthochdruck oder bei Kopfweh oder natürlich bei Erkältung oder wenn Sie mit den Ischias Probleme haben, dann können Sie Ihr Immunsystem verbessern. Also Sie sehen hier alles Zahlen und je nachdem, diese Zahl suchen Sie sich heraus. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, ich habe mit meinem Blutkreislauf Probleme oder ich möchte Stress abbauen, dann geben Sie hier, jetzt mache ich es nochmal an, jetzt gerade ausgegangen, dann geben Sie hier die Zahl unten im Display ein. Das ist eigentlich ziemlich einfach und natürlich auch genial. Und jetzt müssen Sie eigentlich nur noch Folgendes machen. Sie stellen sich mit Ihren Füßen auf die davor vorgesehene Fläche drauf. Und man sieht es auch hier ganz gut. Man hat hier viele verschiedene kleine Zonen, die im Körper, beziehungsweise Meridiane, die im Körper hier angeregt werden. Ich habe mich mal schlau gemacht für Sie. Und zwar, was bedeutet denn eigentlich Fußreflexzonenmassage? Die Reflexzonenmassage ist eine Behandlungsform, die in ihrer therapeutischen Ausprägung zu den alternativen medizinischen Behandlungsverfahren gezählt wird und auch im Wellnessfaktor Einzug gefunden hat. Man geht davon aus, dass die Reflexzonenmassage in der Schmerztherapie und bei Durchblutungsstörungen übliche medizinische Verfahren und physiotherapeutische Anwendungen ergänzen kann, sowie eine Verbesserung des Wohlgefühls unterstützt. Das ist natürlich eine ganz tolle Massageform, die wir hier vorfinden, weil Sie müssen sich überlegen, unser Körper oder beziehungsweise unsere Füße trägt eigentlich unser ganzes Körpergewicht, ja, und das Tag für Tag. Und wenn Sie dann natürlich sagen, okay, ich habe jetzt keine Probleme, aber ich möchte zum Beispiel auch meine Füße ein bisschen massieren, dann habe ich hier zum Beispiel die Möglichkeit, mittels eines Rollers mich zu massieren. Oder ich stelle hier einfach nur meinen Fuß herauf und lasse mich dann natürlich durchmassieren. Das Prinzip ist ganz einfach. Nämlich, wenn ich hier an dem Display, das zeige ich hier nochmal, hier an dem Display einstelle, was es hier für verschiedene Modi gibt, dann wird natürlich jede Zone des Körpers angeregt. Und das Ganze
ist so mit so, wie kann man das vergleichen, mit einem Mikroreizstrom, genau, das ist ein gutes Wort dafür, der wirkt gezielt auf die Fußreflexzonen. Und dann, habe ich auch vorhin schon gesagt, haben wir noch eine Infrarotfunktion. Ich mache jetzt hier nochmal an, da kann man das sehr schön sehen. Und zwar hier, auf meinen Füßen leuchtet es jetzt plötzlich rot. Und das ist diese Infrarot-Massagefunktion, die lindert zum Beispiel Schmerzen oder lockert natürlich auch verspannte Muskeln. Es ist ja wirklich so, dass wenn man verspannt ist, ja, dass man plötzlich auch überall Schmerzen hat. Das muss jetzt natürlich nicht nur an den Füßen sein, das könnte jetzt zum Beispiel auch im Schulterbereich sein oder im Nackenbereich. Jetzt ist es natürlich so, ich kann jetzt meinen Nacken nicht auf das Gerät legen, das ist schon klar. Aber dafür vorgesehen sind hier 4 kleine Pads. Die bringe ich zum Beispiel am Körper an, je nachdem, wo ich möchte, ob das jetzt der Schulterbereich ist oder der Nackenbereich. Und so einfach funktioniert das. Die kleben hier so ein bisschen, ja? Und jetzt könnte ich das zum Beispiel auch auf meine Waden machen. Ich klebe das jetzt einfach mal auf meine Wade, damit man das hier gut sehen kann. Ja, zum Beispiel, es ist ja auch so, vielleicht leiden Sie unter Wadenkrämpfen. Ne? Das ist auch so ein ganz typisches Phänomen, wenn man viel gestanden hat oder vielleicht zu wenig getrunken hat. Da leiden viele unter Wadenkrämpfen. Dafür könnte ich das zum Beispiel auch anwenden. Also es kann auch kleine leichte Schmerzen lindern, aber hauptsächlich lockert es natürlich verspannte Muskeln. Und ich meine, wer kennt das nicht? Man kommt von der Arbeit, dann zu Hause noch die Familie und schon ruckzuck ist man verspannt. Man merkt es auch hier richtig, diese Knüppelchen. Dann lege ich mir einfach diese Pads hier auf die Schulter. Kann ich jetzt natürlich nicht machen, weil ich noch ein Kleidchen anhabe. Und dann sendet dieses kleine Pad so kleine Elektrostöße aus. Die fühlen sich am Anfang so ein bisschen an wie Kitzeln, wie Durchkrabbeln. Ist ganz angenehm. Und dann löst es natürlich auch die Verspannung. Also das ist dann hier so alles verhärtet. So, das ist wirklich eine richtig gute Funktion. Natürlich kann ich auch die Steigungsgrade wählen. Ich mache es hier nochmal an, dann kann ich es ganz gut erklären auf dem Display. Zum Beispiel habe ich hier die Möglichkeit, einmal Sohle anzutippen. Ja, also das wären dann meine Füße. Wenn ich es ein bisschen stärker haben will, wähle ich den Pfeil nach oben. Und wenn ich es ein bisschen schwächer haben möchte, dann wähle ich den Pfeil nach unten. Das Ganze funktioniert natürlich auch für den Körper. Da sehen wir hier mal auf die Zahlen. Wenn ich es ein bisschen höher stelle, dann sehen wir, wie hier die Zahl variiert, wie es immer höher wird. Und wenn Sie sagen, okay, das ist mir jetzt für den Anfang ein bisschen zu stark, dann kann ich natürlich auch mit meinem Pfeil nach unten wählen. Das Ganze ist wirklich sehr toll. Es hat 25 voreingestellte Programme mit je 99 Intensitätsstufen. Und wählen muss ich das Ganze nicht nur hier per Display, sondern natürlich auch mit einer mitgelieferten Fernbedienung. Und jetzt schauen wir uns das hier nochmal gemeinsam an. Die verschiedenen Meridiane im Körper, da haben wir jetzt unsere beiden Füße. Und wenn wir mal zum Beispiel unten auf die Ferse schauen, das ist zum Beispiel sehr gut, wenn man schlaflos ist. Ja, es gibt ja viele Leute, die nicht einschlafen können. Und an der Ferse kann man dann wirklich den Punkt wählen, dass ich wieder sage, ich kann besser schlafen. Dann der Ischiasnerv, wenn der einmal eingeklemmt ist, ist keine schöne Sache. Auch diese können wir natürlich behandeln. Dann natürlich die Harnblase, wie wir hier sehen, der Zwölffingerdarm, Bauchspeicheldrüse. Das ist wirklich ganz interessant. Dieses Buch liefern wir Ihnen natürlich mit. Und natürlich auch die Tabelle mit den mitgelieferten Zahlen, was ich hier denn alles behandeln kann. Und das ist so eine Menge. Selbst bei Osteoporose kann ich das unterstützend nehmen. Dann bei Arthritis, bei Rheuma oder wenn Sie Probleme im Lendenwirbelbereich haben. Auch das funktioniert alles. Also es ist wirklich eine klasse Sache, mit der wir uns hier befassen. Und wie gesagt, das kann man ja machen, zum Beispiel währenddessen man abends fernschaut. Ja? Sie setzen sich einfach nur auf eine Couch, legen dann Ihre Füße hier auf das Massagegerät und schon geht es los. Ist wirklich sehr angenehm. Ich mache das auch jeden Abend, weil wie gesagt, den ganzen Tag auf High Heels stehen ist nicht unbedingt eine schöne Sache und auch nicht auf Dauer gesund für die Füße. Soweit bin ich auch schlau geworden. Aber da kann ich natürlich auch unterstützend beitragen, dass ich meinen Füßen was Gutes tue. Aber natürlich auch nicht nur meinen Füßen, sondern vom Prinzip her den ganzen Körper. Denn wenn diese kleinen Elektroimpulse ausgesandt werden, dann funktioniert das folgendermaßen. Es fördert zum einen die Durchblutung. Das ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis. Aber natürlich auch, dass verschiedene Muskelgruppen an meinem Körper, dass sie gelockert werden. Ja, dass sie nicht mehr so fest sind. Denn es ist wirklich so, wenn ich mich wenig bewege, dann viel stehe oder vielleicht auch viel sitze. Nämlich genau das genaue Gegenteil von viel stehen ist natürlich viel sitzen. Und das ist natürlich auch nicht so toll. Und dann bekomme ich natürlich Verhärtungen im Körper. Und da kann ich natürlich unterstützend auch helfen, indem ich sage, okay, ich löse hiermit meine Verspannungen. Diese Massagen sind Anwendungen,
bei denen drucksensible Zonen zur Befunderhebung und durch mechanische oder andere Reizung stimuliert werden. Erfolgreich werden diese Massagen im Wellnessbereich eingesetzt und sie sollen zur Steigerung des Wohlbefindens beitragen. Und diese Infrarotfunktion, die wir hier sehen, ein Infrarotmassagegerät soll durch die IR-Strahlung Heilprozesse beschleunigen. Man kennt das ja aus anderen Bereichen. Zum Beispiel, wenn man einen Muskelkater hat, dann nimmt man eine wärmende Packung und schon geht es einem besser. Ich habe das auch schon festgestellt, gerade wenn ich ein bisschen verspannt bin. Ich habe mir dann früher in der Apotheke immer diese Wärmepflaster geholt. Ne? Das ist zwar eine schöne Sache, aber mal ganz ehrlich, ein Pflaster klebe ich mir einmal auf und danach schmeiße ich es natürlich weg. Hier, mein Massagegerät, mein Fußreflexzone-Massagegerät, wirkt nicht wärmend, sondern wirklich, es massiert, es stimuliert und es fördert die Durchblutung. Und das kann ich immer und immer wieder benutzen. Es wirkt sanft entspannend, aber auch anregend. Und das ist ja das Schöne. Ich kann hier wirklich verschiedenste Körperfunktionen an meinem Körper stimulieren. Und wie gesagt, jedes kleine, Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie sich mal Ihren Fuß anschauen, das haben wir Ihnen auch gerade noch mal schön in der Grafik gezeigt, jede kleine Zone, deswegen Fußreflexzonenmassage, das sagt ja schon der Name, wirkt für einen bestimmten Körperteil bzw. im Körper, zum Beispiel der Dünndarm, der Dickdarm. Und wenn man da wirklich Probleme hat, dann stelle ich mich einfach nur auf dieses Gerät und lasse zum Beispiel meinen Nacken einmal kräftig durchmassieren oder natürlich auch das Ohr, dann Lunge, Bronchien, Nebenniere. Das sind alles Punkte, die hier angeregt werden. Und das ist wirklich das Schöne. Und übrigens, wenn Sie dabei einschlafen sollten, auch das ist kein Problem. Denn das Ganze hat auch eine Abschaltautomatik. Das heißt, nach 25 Minuten schaltet sich dieses Gerät automatisch ab. Das heißt, Sie dürfen hierbei natürlich auch einschlafen. Und ich glaube, einschlafen ist ja auch garantiert. Und wir reden natürlich auch die ganze Zeit von Massage. Deswegen zeige ich Ihnen hier nochmal eine wichtige Funktion, nämlich hier. Dieser kleine Fußroller, wo ich mich vorhin schon draufgestellt habe, der hat hier so kleine Noppen. Und immer, wenn das jetzt mein Fuß ist, wenn ich da rüberfahre, dann werden natürlich auch hier wieder verschiedene Punkte an meinem Fuß massiert. Und das ist wirklich ganz angenehm. Also Sie werden es merken, der eine empfindet es vielleicht als krabbelnd, als kitzelnd, der andere empfindet es wieder als gut massierend und durchblutungsfördernd. Finden Sie es einfach für sich raus, weil das ist wirklich ein ganz tolles Produkt, wo ich sage, ich muss mir jetzt keine teuren Schuhe kaufen, die mir von irgendeinem Orthopäden empfohlen worden sind, gegen diese und diese und diese Beschwerden, sondern das ist eine schöne, günstige Alternative, um wirklich zu sagen, ich tue jetzt meinen Füßen was Gutes. Und ich meine, für keine 80 Euro, haben Sie mal geschaut, was so ein Masseur kostet? Vor allen Dingen Fußreflexzonen, das ist extrem teuer. Deswegen bestellen Sie sich unser Fußreflexzonen-Massagegerät mit der Infrarot-Tiefenwärme nach Hause, mit der Bestellnummer NC4912 und der 569. Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, um zu sagen, meine Füße, die werden hiermit revitalisiert. Übrigens habe ich auch noch mal nachrecherchiert, woher überhaupt die Fußreflexzonenmassage kommt. Als Pionier der neuen Reflexzonenmassage gilt der amerikanische Arzt William Fitzgerald. Er hatte neben schulmedizinischen Kenntnissen auch solche über Methoden indianischer Volksmedizin, wozu Vorstellungen über reflektorische Zusammenhänge und eine Druckbehandlung gehören, die seit Jahrhunderten und noch heute in Reservaten angewandt werden. Fitzgerald entwickelte daraufhin ein System. Er teilte den Körper in 10 senkrechte Zonen ein. Die können wir auch hier wunderbar sehen, diese 10 Zonen. Dieses Konzept und die von ihm entwickelte Zonentherapie waren 1917 der Grundstein für die heutige Reflexzonentherapie. Also überlegen Sie mal, 1917, da hat man schon erkannt, wenn man verschiedene Punkte im Körper drückt, dass sie natürlich anregend wirken auf Auge, auf Ohren, auf Blinddarm. Und natürlich auch lindern. Und gerade in Kombination mit dieser Infrarottherapie, mit diesem Wärmefeld, ist es wirklich eine richtige Wohltat für den Körper. Und so überlegen Sie mal, ein Masseur, wann immer Sie wollen und das für nicht einmal mehr 80 Euro, das klingt doch gut, oder? Ich würde sagen, Sie bestellen ganz schnell die NC4912 und die 569 und lassen Sie es ebenfalls mal gut tun. Vielleicht haben Sie einen Beruf, wo Sie viel stehen oder vielleicht einen Beruf, wo Sie viel sitzen. Beides trifft natürlich hiermit zu. Rufen Sie ganz schnell an. 0180 51 51 und dreimal die 2. Viel Spaß damit!